Wünschige Grüße hier aus Fritzlar. Ich muss gestehen, ich als Reporter und als Christian bin eigentlich überhaupt gar kein Karnevalsfan. Trotzdem wurde ich hier heute hergeschickt und ich muss sagen, die Stimmung ist wirklich überraschend gut. Sag sogar ich als Grinch. Max und Luisa, ihr seid heute beide hier. Als was geht ihr? Ja, genau. Wir gehen als Sportler natürlich im 80er-Jahres-Style. Ja, genau. Warum seid ihr heute hier? Ich bin schon früher einmal selber mitgelaufen von der Garde, über 6 Jahre und heute das erste Mal als Zuschauer da. Und ich wollte mir das Ganze mal so aus der Zuschauerperspektive anschauen und es ist immer super gute Stimmung hier. Mega coole und kreative Verkleidung, auch die Wagen sehen toll aus, gute Musik. Macht schon sehr Lust hier zu sein. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und alle! Einen schönen Rosenmontag! Jo! Was machst du so als Superman? Na was wohl? Natürlich die Menschheit retten. Was denn sonst? Der Zug ist unterwegs und bei mir ist das gefühlt jüngste Prinzenpaar, das ich kenne. Hi ihr beiden! Hallo! Hi! Wer seid ihr? Der Felix und neben mir steht meine Prinzessin Lena. Ihr habt ja einen Titel sogar. Ich bin Prinzessin Lena, die erste aus dem Hause Wicke. Schön, dich kennenzulernen. Prinz Felix, der zweite aus dem Hause Gräf. Ja, da freue ich mich, dass ich die Ehre habe, euch beiden hier kennenzulernen. Dann würde ich sagen, schmeißen wir noch mal ein bisschen was, oder? Ja, natürlich. Und auch die Jugendgarde, auch die Kindergarde, dreimal. Neben mir steht Mila. Mila, du hast ein ganz krasses Kostüm an. Was ist das? Harley Quinn. Bist du denn genauso böse wie die echte Harley Quinn? Aua! Und für alle, die sich Sorgen wegen des ganzen Drecks und der Umwelt machen, direkt danach wird auch schon wieder aufgeräumt. Helau geht immer, auch in Fulda. Mit 70.000 bis 80.000 Gästen, nicht nur aus der Region, ist der Karneval hier in Osthessen eine ganz große Nummer mit Tradition. Wir feiern natürlich ein riesiges Jubiläum. 140 Jahre Helverath, 90 Jahre FKG, 90 Jahre Prinzengarde, 50 Jahre Tanzgarde. Und in diesem Jahr auch noch ein Prinzenpaar, wegen der ganzen Jubiläen. Normal wird die Prinzengarde nur von einem Prinzen vertreten, dieses Jahr aber im Doppelpack Nadja und Marco. Eine Ehre, das ist eine riesengroße Ehre. Aufgabe, auf alle Fälle, ja. Und habt ihr denn auch ein Motto gehabt in dieser Kampagne? Na klar, alles funkelt, alles glitzert, wie du siehst. Jawohl. Wie du auch an meiner Robe siehst. Ein Dreiradfahrer ist voll, voll. Hinein! Völschvoll hinein! Völschvoll hinein! Völschvoll hinein heißt so viel wie Fulda voll hinein. Aber Helau geht immer, wie bei diesen Gästen aus Frankfurt, Heddernheim, klar Paris. Also wir haben morgen unseren großen Umzug. Helau! Klar Paris! Helau! Fulda! Helau! Es ist eine riesen Gaudi hier. Mitten am Rosenmontagsball. Heute Morgen schon der große Springerumzug in der Stadt. 4 Stunden wurde schon gesprungen, dann ist man hierhin eingekehrt. Aber das Besondere, der Bayatz als der Vorspringer und die 6 Springerpärchen und auch alle ehemaligen Springer, die bekommen heute hier nochmal die Gelegenheit, ihr Können zu zeigen. Und der aktuelle Bayatz ist schon fix und fertig, aber ich frage ihn trotzdem mal, wie es ihm heute noch so geht. Kleines bisschen Muskel, gerade hat man schon. Aber einfach gut. Das Ganze ist ja auf eine alte Tradition zurückzuführen. Handwerker aus Tirol haben das Ganze hier in die Region gebracht. Und hier ist es auch geblieben. Es wird noch ausgelassen, gefeiert, gesprungen und getanzt. Und in diesem Sinne, Herbstein, Helau. Liebe Narrinnen und Narrinnen, herzlich willkommen zum Rosenmontagszug in Seligenstadt. Der Countdown läuft. 3, 2, 1, Hello! Also hier in Seligenstadt ist absolut die Hölle los. Rund 40.000 Leute sind hier heute gekommen. Das ist 4-mal so viel, wie die kleine Stadt hier Einwohner hat. Es sind etwa 25 Wagen hier und jede Menge Fußvolk, sodass etwa 100 Züge zustande kommen. Seligenstadt! Hello! Hello! Seligenstadt, hello! Wie gefällt es Ihnen? Super, wie jedes Jahr. Seligenstadt ist Kult. Jedes Jahr neue Kostüme, wunderbare Akteure. Wahnsinn, richtig toll. Die Schlummerschlange.
Was bedeutet euch so ein Rosenmontagsumzug? Alles! Vermaledeit! Wart ihr selber schon auf so einem Wagen? Nein, leider noch nicht. Aber vielleicht nächstes Jahr. Wir haben schon darüber gesprochen, ob wir nicht Mitglied werden irgendwo. Alles klar, dann viel Spaß euch noch, ja? Also hier in Seligenstadt geht's noch weiter. Auch der Abend wird hier wild gefeiert werden in vielen Kneipen. Und damit gebe ich zurück.